hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, beziehungsweise gut, ein Unboxing ist es jetzt auch nicht wieder, aber ich habe wirklich eine ja, recht große Investition getätigt und konnte meiner Sammlung eine echte Rarität hinzufügen, die ich schon lange gesucht habe und jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe hier vorliegen die komplette Rückkehr der Galerie des Grauens von Anolis Entertainment. Und das sieht wirklich absolut großartig aus. Ich habe sie gerade erst bekommen. Ich habe wirklich lange danach gesucht, nach einem passenden Angebot. Ich habe jetzt in letzter Zeit bei meiner Sammlung, man sieht es jetzt ja auch im Hintergrund, habe ich etwas aussortiert und rumsortiert und so weiter. Viele Titel sind rausgegangen, die ich unter anderem ja auch verkauft hatte. Und mit dem Erlös habe ich dann mir hier unter anderem diese richtig, richtig schöne Sammlerbox mir gekauft. Das sieht wirklich absolut großartig aus. Die anderen zwei, die habe ich oben ja auch schon stehen. Die aktuelle und dann die Rache der Galerie des Grauens. Gut, die allererste, die Galerie des Grauens, die wird man wohl kaum noch bekommen. Den Schuh habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Und wenn man sie bekommen wollen würde, ich würde schätzen, man müsste so mindestens 800 Euro in die Hand nehmen. Diese ist dann hier schon im Vergleich billiger gewesen, aber trotzdem recht teuer. Aber ich mag diese Filme einfach. Man weiß hier, dass man richtig, richtig schöne Editionen von diesen Werken bekommt aus den 50ern, die man sonst auch nie zu Gesicht bekommen würde. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal der Reihe nach durch. Mal so. Und dann haben wir hier einmal das Geheimnis des steinernen Monsters. Da hat Jack Arnold unter anderem auch dran mitgewirkt. Oder er hat zumindest die Idee dazu beigesteuert. Und das sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Den Film habe ich natürlich schon gesehen. Gefällt mir absolut großartig. So sieht das Ganze aus mit einem schönen Booklet. Sehr, 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 sehr schöner alter Film. Wirklich absolut großartig. Ist auch alles wirklich noch sehr, sehr guter Zustand. Wendecover noch. Wie gesagt, sieht absolut großartig aus. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir einmal Nummer 2. Ebenfalls eine Edition, die ich halt schon mal hatte, die ich dann mal verkauft habe. Und zwar die von Bird Eye Gordon, die Rache der schwarzen Spinne, beziehungsweise Earth vs. Spider. Ebenfalls sehr schön. Und das ist auch eine 2-Disc-Edition, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ja. Ebenfalls mit einem schönen Booklet. Die sind ja auch wirklich immer sehr, sehr schön gestaltet. Ebenfalls ein schöner Film, den ich mir dann bestimmt auch nochmal anschauen werde. So. Dann haben wir ebenfalls einen Film, den ich schon gesehen habe, und zwar Der Satan mit den 1000 Masken. Die Edition habe ich sogar noch, die konnte ich bisher nicht verkaufen. Wenn die jemand haben will, für 20 Euro verkaufe ich die. Also die ist tatsächlich auch nicht teuer. Ich verstehe halt auch absolut nicht, warum einige Titel noch für sehr, sehr wenig Geld zu haben sind und dann einige, wie hier auch das Geheimnis des steinernen Monsters, der kostet teilweise 120 Euro und den hier kriegt man irgendwie für 20 bis 30 Euro. Also wenn den jemand haben will, dann verkaufe ich den für 20 Euro, weil die DVD habe ich jetzt halt doppelt. Ebenfalls ein netter 50er Jahre Gruselfilm. Sehr, sehr schön. So, dann kommen wir zu Nummer 4 und das ist, um Gottes Willen, ein furchtbares Machwerk. Den hatte ich ja auch schon mal vorgestellt und zwar in der Reihe die schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und das ist wirklich ein grausames Machwerk, kaum auszuhalten, aber er ist ja halt nun mal drinne. Mit einem völlig utopischen Motiv auch. Also ein wirklicher Drecksfilm, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber naja, es kann ja auch nicht jeder Film aus dieser Reihe schön sein. Aber dann habe ich den jetzt immerhin auch in der Sammlung. Ob das jetzt nötig gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Der kam ja vor kurzem auch bei Colors of Entertainment. Ja, und wer sich das Mediabook holt, mein Beileid. Erstens ist das Label nicht gut, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Und der Film ist dann auch nicht gut. So, dann haben wir Flug zur Hölle. Da habe ich ja auch die englische Edition. Genau, die würde ich dann auch verkaufen. Von 101 Films, weil den Film brauche ich jetzt auch nicht doppelt. Ebenfalls ein schöner altmodischer Abenteuerfilm von Universal, wo ebenfalls Jack Arnold Regie hätte führen sollen, als das Budget allerdings zusammengestrichen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob Universal Jack Arnold da nicht mehr haben wollte oder ob er selbst gesagt hat, er möchte da nicht mehr mitmachen.
Das steht hier bestimmt auch drin. Und dann hat Virgil V. Fogel die Regie geführt. Und der hat unter anderem auch Regie geführt bei The Mole People. Ja. Das nur als Hintergrundinformation. Dann ein Film, wo ich mich wirklich freue, dass ich den auch endlich in der Sammlung habe. Gigant des Grauens von Bird Eye Gordon. Den habe ich vor längerer Zeit mal geguckt in der Corona-Krise. Ah, meine Güte. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das Cover gefällt mir wahnsinnig gut. Mit diesem Riesen mit dem einen Auge und so. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich den immer noch so gut finden werde. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf eine Zweitsichtung. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Zwei Disc-Editionen. Wunderbar. Dann geht's weiter mit Die Totengruft des Dr. Jekyll, unter anderem mit John Agard. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Soll ein eher mittelmäßiger 50er-Jahre-Horrorverschnitt sein. John Agard hat das ja auch nur gemacht, um irgendwie noch an Geld zu kommen, wie er auch selbst gesagt hat. Weiß ich nicht, kann ich noch nichts zu sagen, wie gesagt. Habe ich jetzt auch nicht wirklich viel von gehört, auch mit einem netten Booklet natürlich. Wie immer. Ja. So, dann haben wir The Mole People in den Klauen der Tiefe. Ebenfalls mit John Agar von Universal. So ein kleines Guilty Pleasure von mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr unterhaltsames und nettes Trash-Science-Fiction-Märchen aus den 50ern, wie es im Buche steht. Ein schönes Machwerk. Kam ja auch in der Classic Chiller Collection, die ich dann jetzt auch verkauft habe. Weil, wie gesagt, brauche ich jetzt ja nicht doppelt. So, dann kommen wir zu Nummer 9. Und das ist Das Grauen kam um Mitternacht von Roger Corman mit einem großartigen Cover. Aber die haben ja eigentlich auch alle coole Cover. Ob der Film dann jetzt so gut ist, das sei mal dahingestellt. Sieht aber trotzdem sehr, sehr schön aus, finde ich. Ja. Bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt drauf, was dieser Film so zu bieten hat. Okay, was das jetzt hier sein soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sieht zumindest, weiß ich nicht, Bigfoot oder was, ich weiß es nicht. So, dann eine Art Klassiker, kann man schon sagen, jedenfalls von Roger Corman. Der Mann mit den Röntgenaugen, leider nicht mit dem Cover, wo nur der Mann mit den Röntgenaugen drauf zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo sieht. Das kann ich mal anders. Vielleicht steht das ja im Booklet. Das hier. Also das Cover finde ich deutlich besser. Ist so ein bisschen mysteriöser, aber das hätte ich jetzt lieber gehabt, ehrlich gesagt. Aber nein. Ja, also wirklich eine absolute Rarität ist das hier. Und viele dieser Filme gibt es halt so überhaupt nicht. Dann haben wir hier noch einmal die Box. Ebenfalls sehr, sehr schön. So, dann werden wir das jetzt mal alles mal wieder reinsortieren. Und ich habe jetzt auch gesagt, wie gesagt, ich brauche nicht immer Mediabox oder sowas. Ich hole mir lieber DVDs, die viel weniger kosten. Und wenn ich mir dann wirklich mal was in die Sammlung holen möchte, dann sind es solche Sachen. Solche wirklichen Raritäten. Und ich liebe ja die 50er Jahre. Also das Jahrzehnt. Aber auf jeden Fall die Filme, die da fabriziert wurden. Und von daher, das sieht wirklich absolut großartig aus. Das ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich absolut fantastisch. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Großartig. Absolut großartig. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich diese Box endlich mein eigen nennen darf. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Sammelreihe findet, ob ihr sie selbst habt, ob ihr vielleicht sogar die allererste Box habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Es wird wahrscheinlich nochmal so einen Jahresrückblick geben oder so. Muss ich mal gucken. Ja.